Oh yeah, Elektroschrott. Ja, was ist es denn nun? Eine Mehlbacke oder ein Teardown? Eine Teerbacke vielleicht? Teerbacke. Das ist so wie eine Mehlbacke und so wie ein Teardown und so wie Arsch aufreißen, nur ohne Arsch. Und vom Zauberpony. Neues Packerl, neues Glück. Wieso kriege ich eigentlich immer nur vom Zauberpony Pakete? Da sind doch noch mehr Leute da draußen, die das gerne gucken. Na egal. Neues Paket vom Zauberpony. Großes Ding, ist relativ schwer und fühlt sich von außen irgendwie mechanisch an. Ich bin gespannt, was das ist. Und das finden wir jetzt gleich raus. Ich habe in mein Skalpell extra eine neue Klinge gemacht. Nur damit ich dieses Paket hier richtig schön öffnen kann. Das sieht sehr merkwürdig aus, Leute. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ein Dual-Plattenspieler, um Gottes Willen, was für ein Müll. Ich würde mal sagen, wir haben hier auf jeden Fall etwas, was sich als Geraffel qualifiziert. Deckel, defekt. Plattenspieler an sich, naja, also auf jeden Fall mal ziemlich schmutzig. Mit einem Stereo-Vorverstärker dabei. Mit guten Dienststeckern, so aus der Steinzeit der Unterhaltungselektronik. Wir halten mal fest, das Zauberpony hat wahrscheinlich auch einen Lötkolben und Malerkrepp. Sowas hat man früher auf, das ist jetzt hier für die jüngere Generation, ja, das hat man früher auf die Plattenteller draufgelegt, dann hat man den Motor angeschmissen. Und hier müsste eigentlich irgendwo ein Lämpchen sein, da konnte man dann irgendwie anhand dessen, wie die Striche sich bewegt haben oder auch nicht, also so Bewegungsillusion, ja, konnte man dann sagen, wie schnell die Umdrehungsgeschwindigkeit gerade ist und wie stabil vor allem. Manchmal hilft schon wenig Gewalt sehr viel weiter. So auch hier. Schauen wir doch mal, was drin ist in so einem Dual 1224 Plattenspieler. Das ist ein Dual Motor AM203. Ansonsten sieht man hier praktisch nichts drin, was so nach heutigen Vorstellungen Elektronik oder so wäre. Für mich scheint es, als hätte man damals, als das hier neu war, insgesamt deutlich weniger Kreuzschlitz verwendet als heute. In dem Zusammenhang vielleicht ganz nett zu sehen, hier, das hier ist eine Scheibe unten am Plattenteller, die wird hier über ein Zahnrad direkt vom Motor getrieben, vermutlich. Ich kann es noch nicht genau sehen, das könnte auch ein Riemen sein. Das sehen wir dann, wenn ich es offen habe, ob es Zahnrad- oder Riemenantrieb ist. Aber hier ist so eine Rille drin, die dafür sorgt, dass je nachdem, an welcher Stelle der Plattenteller ist, hier dieser Hebel bewegt wird, was dann wiederum dazu führt, dass der Tonarm zurückgefahren wird. Naja, bauen wir einfach mal ein paar Teile aus hier. Damit ich hier meine Ruhe habe, erstmal die Kabel abtrennen. Schnipp, schnapp. In diesem Teil hier sind zwei Metallzungen dran, die hier unten Kontakte haben. Das heißt, das war hier so. Man sieht hier an dem Teil, da sind so Plastikhuckel, sage ich mal. Und wenn sich das Teil hier gedreht hätte, dann wäre genau an diesen Stellen hier der Kontakt geöffnet worden, wenn das über den Plastikhuckel gegangen wäre. An der Stelle wäre der Strom vom Tonarm, also das hier sind die Audiosignale vom Tonarm, hier zum Audiokabel, das wäre dann unterbrochen worden, genau, das geht hier genau auf den roten und den gelben vom Audiokabel, das ist hier mit in Verbindung, das sieht man, das ist hier ein bisschen schwierig, den Kamerawinkel richtig zu erwischen, man sieht hier, das hier sind die Audioverbindungskabel hier, das rote und das gelbe, und diese beiden Teile, wenn die aufgebogen worden wären, durch diesen Pinöppel hier, hätten die diese Verbindung kurz unterbrochen. Beziehungsweise, das heißt kurz unterbrochen,
Das hätte sie lang unterbrochen. Das möchte ich auch wetten, dass das in der Haltung irgendwie eingerastet wäre hier. So lange, bis man wieder eine Platte auflegt. Ja, das passt ja irgendwie. Kreuzschlitzschrauben ist keiner. Aber Sprengringe, oh, ohne Ende. Damit hätten wir jetzt den Tonarm selbst raus. Für diejenigen unter euch, die vielleicht zu jung sind, um schon mal so ein Plattenspieler-Ding in den Fingern gehabt zu haben, kurz eins zur Technologie. Hier vorne dran ist eine kleine Nadel. Und die kleine Nadel wird mit ganz wenig Druck über so eine Plastikplatte mit Rillen drin geführt, beziehungsweise die Plastikplatte dreht sich unten drunter durch. Und die Vibrationen von der Nadel, die werden von so einem kleinen Tonabnehmer hier mit, ich glaube, es wird wahrscheinlich ein Piezo oder ein verähnliches Ding sein, wird das aufgenommen, in Strom gewandelt und dann hier mit diesen Kabelchen, die man hat, hier hinter. Und das Signal, das da rauskommt, ist fürchterlich schwach. Und das ist genau der Grund, warum da dieser Preamplifier mit dabei war, weil während früher die ganzen Stereoanlagen noch die Möglichkeit hatten, sowas so abzunehmen, sind die etwas neueren Stereoanlagen nicht mehr mit einem Plattenspielereingang ausgestattet. Und ich vermute, das Zauberpony hatte einfach keinen Plattenspielereingang am Start und hat deswegen so einen Preamp da benutzt. Weiß irgendjemand, seit wann Kreuzschlitzschrauben vermehrt im Einsatz sind? Ich würde das Gerät ja mal so auf 70er Jahre schätzen. Und da ist wirklich keine einzige drin. Also so sieht der Tonkopf aus. Die Nadeln hier vorne, die kann man auch rausnehmen und konnte die austauschen. Die waren damals Verbrauchsmaterial bei Stereoanlagen. Wenn ich das damals mit dem Audio-Equipment von so einem Freak gemacht hätte, wie der mich geschlagen hätte. Pling. Oh, da sind gerade ganz viele Kügelchen aus einem Kugellager geflogen. Keine Potis. Alles nur mechanische Schalter. Schauen wir mal. Wir haben hier einen Dual KS4. Da geht Netzspannung rein und am anderen Ende hängt der Motor dran. Persönliche Vermutung, kleiner Trafo oder sowas. Nee. Oh, was haben wir denn hier? Hier in diesem Schalter, das muss einer sein, weil da ist hier was, das kommt vom Plattenteller irgendwie, dieses Messingplättchen hier. Schaltet, ob Netzstrom an dieser Stelle hier mit der weißen Leitung hier verkoppelt wird. Immer vorhanden ist das hier. Das ist auf jeden Fall ein Bauteil, das heute nicht mehr so aussehen würde. Ein KT1800 Kondensator. Es ist irgendeine Folie drin. Es könnte ein Kondensator sein. Ah, nochmal genau im Blick. Das ist diese komische Schalteinheit. Wenn einer weiß, was das hier genau ist, Kondensator, Diode, Widerstand, keine Ahnung. Wenn es einer weiß, schreibt es in die Kommentare. Es gibt zwei Dinge, die deutsche Ingenieure dieser Zeit toll kannten. Schrauben und Spannringe. Halleluja! Deutsche Ingenieure und Spannringe. Das ist übrigens mal ein Teil, für das ich keine Verwendung mehr habe. Hier, dieser Pinöppel da, der hintere, also hier, das ist die Motorachse. Und hier, dieses Dingens, das ist aus Gummi. Und dieses Gummiteil kann hier an die Motorachse rangeklickt werden und geht dann so weit nach außen, dass es in diesen Ring vom Plattenteller reingreift. Das heißt, das Ding ist weder mit einem Riemen noch mit einem Zahnrad angetrieben, sondern mit einem Motor und einer Gummischeibe. Ich habe mir heute, nachdem ich dieses Paket bekommen habe, einen halben Tag freigenommen und das ist jetzt richtig geil, weil ich kann nämlich noch zum Werkstoffhof. Ich denke, das ist erforderlich. Ja, damit ist das ganze Geraffel gelöst. Also das hier ist jetzt wirklich nur noch die Metallplatte, wo der ganze Scheiß drauf verstaubt war. Da ist eigentlich nichts Interessantes dran. Also höchstens hier. Ja, das ist ein ganz putziges Stück Mechanik. Das muss ich gerade mal zeigen. Hier ist ein Drehregler für den Pitch, steht dabei. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass der über so eine kleine Achse dieses große schwarze Zahnrad rauf und runter schiebt. Und dieses große schwarze Zahnrad sorgt wiederum dafür, dass dieses Ding hier an einer leicht anderen Stelle landet. Beziehungsweise ich glaube, dass es wird ein bisschen geneigt scheinbar. Es wird rauf und runter gehoben.
Es wird rauf und runter gehoben. Und hier dieser Innenring, an dem dieses Gummirad gewissermaßen bewegt, der geht nach innen weiter rein. Also das ist konkav, genau, konkav. War das Mädchen brav, bleibt's konkav. Hatte es Sex, wird's konvex. Ich weiß nicht, ob das ein sexistischer Spruch ist, aber ich kann es mir damit immerhin merken. Gut, das ist jedenfalls konkav. Und dadurch, wenn dieses Rädchen weiter hochkommt, landet es hier weiter drin. Und damit ist die Strecke kleiner, das Teil dreht sich schneller und der Pitch geht höher. Raffiniert. Vor allem rein, Michael. Dann haben wir hier den Motorblock. Das ist ein ziemlich blockiges Teil. Ich habe die Tage erst beim Post-Apocalyptic Inventor, cooler Video-Channel hier bei YouTube übrigens, was gesehen über verschiedene Motorvarianten. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, was das hier eigentlich für eine ist. Aber meine Vermutung wäre, dass in diesem schwarzen Kasten hier eine Spule ist. Die Spule induziert hier auf diesem großen, fetten Eisenkern ein Magnetfeld und macht damit gewissermaßen den Stator. Ja, genau. Und hier drin ist der Rotor. Und da würde ich mal vermuten, weil keine Leitungen hingehen und es auch keine Brushes zugeben scheint, ich vermute mal, hier ist ein Permanentmagnet drin. Das mache ich allerdings gleich mal auf, das schauen wir uns noch an. Und dadurch, wenn wir hier dieses Wechselstrommagnetfeld haben, wird hier ein Wechselmagnetfeld induziert und dieses Ding hier dreht sich lustig. Und den Magneten, den gucken wir uns gleich an. Ja. So sieht der Rotor aus. Hat solche Ausbohrungen hier, das sind normalerweise zum Ausbuchten von den Dingern. Also damit es wirklich rund läuft, das ist wirklich sauber gemacht. Fühlt sich offen gestanden nicht wie ein Permanentmagnet an. Kann nicht genau sagen, wie es funktioniert. Also hier diese Teile, wo es drin war, sind tatsächlich, also sind wirklich nur Lager. Das sind einfach nur Lagerbuchsen hier. Da kommt kein Strom her, da sind also keine Brushes oder Kontakte oder sowas. Also vielleicht ist doch irgendwie ein Permanentmagnet drin, aber wenn es einer ist, ist es kein Starter. Vielleicht ist es auch irgendwas Raffiniertes, dass durch das äußere Magnetfeld ein Magnetfeld hier in der Spule induziert wird oder so, auch an der Stelle. Wenn einer ein bisschen mehr Ahnung als ich davon hat und vielleicht weiß, was das für ein Typ von Motor ist, dann kann ich selber recherchieren, wenn ein Name davon einfach nur in den Kommentaren steht. Könnte interessant sein. Ja, und ansonsten ist das hier einfach nur ein Eisenkern. Das dicke Ding da ist mit Sicherheit eine Spule. Ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Und damit würde ich auch mal sagen, hat dieser Plattenspieler das Ende seiner Terror-Nützlichkeit erreicht. Und wir haben mal wieder ein Mehlbacke-Video, bei dem der größte Teil ein Terror ist. Sowas muss es auch geben. Ich habe gerade beschlossen, ihr habt die komplette Schlachtungsorgie verdient. Ich mache den hier auch noch auf. Das Drecksbiest ist hier mit so verbogenen Teilen verschlossen. Das heißt, da geht nur Gewalt. Immer wenn ich mir nicht sicher bin, welche Art von Gewalt ich verwenden soll, entscheide ich mich für rohe Gewalt. Ist viel besser als gekochte. Tada, Elektronik! Ja, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier Kondensatoren, 470 Mikrofarad, 25 Volt. Zwei Stück davon, einen kleinen Trafo, ein paar Transistoren, Widerstände und wie ich mal behaupten würde, das ist eine einfache Transistorverstärkerschaltung. Die Transistoren sind JAC9633, das ist ziemlich cool, ist auf der Platine, ist sogar in Mitte Basis und Kollektor beschriftet. Sowas würde man sich heutzutage häufig mal wünschen. Ein hübscher kleiner Trafo. Ja, also es ist relativ sauber. Wenn ich schon mal dabei bin, mache ich hier auch mal die Schrauben raus und wir schauen uns einfach mal die Platine von der anderen Seite an. Oh, ist das nicht hübsch? Nein, ehrlich. Sowas sieht man doch heute nicht mehr.
So viel handgelötet. Lecker, lecker. Ja, gute alte Zeit. Alles schön through hole. Ja, fast schade drum. Aber nur fast. Smörrebröt, Smörrebröt. Röpam, pam, pam.